Hallo zusammen. In 2023 sind einige bekannte Persönlichkeiten aus Deutschland gestorben. Auf diesem Kanal erfährst du, wer diese Menschen waren. Wenn dir das Video gefällt, lass doch ein Like da und abonniere den Kanal. Am 4. Januar verstarb Rosi Mittermeier im Alter von 72 Jahren. Sie war eine erfolgreiche deutsche Skirennläuferin. Bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck gewann sie Gold in der Abfahrt und im Slalom, zudem Silber im Riesenslalom. Außerdem holte sie den Sieg im Gesamtweltcup. Bekannt war Rosi Mittermeier auch für ihr soziales Engagement. So war sie Schirmherrin der Deutschen Kinderräumerstiftung und Botschafterin der Initiative gegen Knochenschwund. Am 11. Januar verstarb Tatjana Patitz im Alter von nur 56 Jahren. Sie gehörte in den 80er und 90er Jahren zu den erfolgreichsten Supermodels der Welt. Den Durchbruch erlangte sie durch eine Kampagne für Levi's Jeans. Auch war sie in dem berühmten Musikvideo von George Michael zu dessen Hit Freedom zu sehen und im Film Die Wiege der Sonne mit Sean Connery. 1999 posierte Patitz für die deutsche Ausgabe des Playboy. Am 23. Januar verstarb Wolfgang Dräger im Alter von 95 Jahren. Wolfgang Dräger war Schauspieler, Synchronsprecher und Hörspielsprecher. Er war die deutsche Stimme von Woody Allen und James Cagney. Er sprach Bibo in der Sesamstraße, Kommissar Glockner in TKKG und Kommissar Reynolds in die drei Fragezeichen. Als Schauspieler war Dräger unter anderem in der ZDF-Serie Das Erbe der Guldenburgs zu sehen. Am 3. Februar verstarb Tony Marshall im Alter von 85 Jahren. Ein Lied machte ihn auf einen Schlag bekannt. Schöne Maid aus dem Jahr 1971. Marshall war als Schlagersänger sehr erfolgreich. Daneben hatte er aber auch ein Staatsexamen als Opernsänger. Am 10. Februar verstarb Hans Modrow im Alter von 95 Jahren. Er saß in der DDR-Volkskammer und war der erste Nachwendeministerpräsident der DDR. In den frühen 1990er Jahren gehörte er neben Gregor Gysi und Lothar Bisky zu den führenden Köpfen der SED-Nachfolgepartei PDS. Bis April 2022 war er im Ältestenrat der Linken. Am 16. Februar verstarb Tim Lobinger im Alter von nur 50 Jahren. Er war einer der erfolgreichsten deutschen Stabhochspringer. Seine größten sportlichen Erfolge feierte er in der Halle. Er wurde in der Halle Europameister und Weltmeister. Im Freien gewann er EM-Bronze und EM-Silber. Nach seiner Karriere als Leichtathlet arbeitete Lobinger als Athletiktrainer bei RB Leipzig. 2017 wurde bei ihm eine besonders aggressive Form der Leukämie diagnostiziert. Am 4. März verstarb Heinz Baumann im Alter von 95 Jahren. Der Schauspieler war vor allem aus der ARD-Krimiserie Adelheid und ihre Mörder und der ZDF-Produktion Soko bekannt, in der er den Kriminalhauptkommissar Jürgen Sudmann der Münchner Kriminalpolizei spielte. Seine komische Rolle entwickelte er als Kriminalhauptkommissar Ewald Strobel in der ARD-Produktion Adelheid und ihre Mörder an der Seite von Evelyn Hamann. Hierfür erhielt er 2002 auch den Bayerischen Fernsehpreis. Am 25. März verstarb Hans Richter im Alter von 63 Jahren. Seine größten sportlichen Erfolge feierte der DDR-Fußballer beim FC Karl Marx Stadt und dem 1. FC Lok Leipzig. Für beide Clubs erzielte er in 271 Oberligaspielen insgesamt 95 Tore. Für die Nationalmannschaft lief er 15 Mal auf. Zuletzt war er Trainer in Flörsheim am Main. Am 27. März verstarb Heinz-Florian Oertel im Alter von 95 Jahren. Der frühere DDR-Sportreporter war bei DDR-Bürgern sehr beliebt und galt als Reporterlegende. Das lag vor allem an seinem lockeren und bildhaften Plauderton sowie seiner Sachkenntnis. Von den Olympischen Spielen berichtete Oertel das erste Mal aus Helsinki. Legendär ist seine Aufforderung an frisch gebackene Väter, ihren Sohn Waldemar zu nennen, als Marathonläufer Waldemar Zierpinski zu olympischem Gold lief. Er erfand und moderierte auch Unterhaltungsformate, etwa Schlager aus Berlin und den Kessel Buntes. Am 28. März verstarb Robert Galinowski im Alter von nur 53 Jahren.
Er spielte in etlichen Kriminalserien im deutschen Fernsehen mit, unter anderem im Tatort In aller Freundschaft, Donna Leon der Dicke und Polizeiruf 110. Er malte, nahm Hörspiele auf und schrieb Gedichte. Am 4. April verstarb Maria Sebald im Alter von 92 Jahren. Zu den bekanntesten Rollen der gebürtigen Berlinerin gehörten Auftritte in ZDF-Serien. In der Vorabendserie Die Wickerts von nebenan war sie die Mutter namens Hannelore. In der 80er-Jahre-Erfolgsserie Ich heirate eine Familie spielte sie die exaltierte Freundin Sibylle von Thekla Carola Wietz' Figur Angelika. Weitere Rollen hatte sie etwa in Charlies Tante oder Das schwarze Schaf sowie in Die Buddenbrooks. Am 11. April verstarb Lotti Krekel im Alter von 81 Jahren. Die Schauspielerin und Sängerin hatte mit einer Hauptrolle in der Komödie Die spanische Fliege am Milowitsch-Theater den Grundstein für ihre Bühnenkarriere gelegt. Durch die TV-Aufzeichnungen aus dem Milowitsch-Theater erlangte sie bundesweite Prominenz. Krekel zählte zudem zu den erfolgreichsten Sängerinnen in rheinischer Mundart. Ihre Schlager wurden Karnevalsklassiker. Am 19. April verstarb Martin Petzold im Alter von 67 Jahren. Der Leipziger Tenor wirkte über 100 Mal in Bachs Matthäus-Passion mit. Den Evangelisten im Weihnachtsoratorium sang er sogar mehr als 300 Mal. Petzolds Konzerttätigkeit erstreckte sich über die ganze Welt. Neben Auftritten in europäischen Ländern gastierte er auch in den USA, China, Israel oder Südamerika. Dabei arbeitete er mit namhaften Dirigenten und Musikern zusammen, darunter Kurt Masur. Am 22. April verstarb Karin Gregorek im Alter von 81 Jahren. Am Landestheater Altenburg begann die Karriere der Schauspielerin. Für ihre Rolle in dem Drama Einer trage des anderen Last erhielt sie den Preis als beste Nebendarstellerin. Nach der Wende trat Gregorek oft in TV-Nebenrollen auf. Mit am bekanntesten war sie als Klosterschwester Felicitas Meyer im ARD-Quotenhit Um Himmels Willen. Gregorek war häufig in der ZDF-Familienserie Tierarzt Dr. Engel zu sehen. Darüber hinaus hatte sie Auftritte im Polizeiruf 110 und im Tatort. Am 24. April verstarb Ernst Huberti im Alter von 96 Jahren. Er moderierte die allererste ARD-Sportschau und wurde später zum Mr. Sportschau. Legendär bleibt Huberti als Kommentator des Jahrhundertspiels zwischen Deutschland und Italien bei der Fußball-WM 1970 in Mexiko. 1982 wurde Huberti wegen einer Spesenaffäre als WDR-Sportchef abgesetzt und ins dritte Programm verbannt. Am 16. Mai verstarb Klaus Feldmann im Alter von 87 Jahren. Der im thüringischen Langenberg geborene Feldmann gehörte zu den bekanntesten Gesichtern der aktuellen Kamera in der DDR. 25 Jahre lang las der gelernte Buchdrucker und Journalist in der abendlichen Sendung die Nachrichten für DDR-Bürger. Am 2. Juni verstarb Margit Carstensen im Alter von 83 Jahren. Carstensen war an zahlreichen Theatern aktiv. In den 1970er Jahren lernte sie den Regisseur Rainer Werner Fassbinder kennen und wirkte in mehreren seiner Filmen mit. Dazu zählen unter anderem Die bitteren Tränen der Petra von Kant und Martha, wo sie an der Seite von Karl-Heinz Böhm spielte. Auch in Leander Hausmanns Komödie Sonnenallee war sie zu sehen. Am 27. Juni verstarb Eds Wilms im Alter von 76 Jahren. Der in Berlin geborene Ulrich Eds Wilms hat Karat mitgegründet. Er komponierte einige der erfolgreichsten Lieder der Band, unter anderem Über sieben Brücken, Der blaue Planet, König der Welt oder Schwanenkönig. 1987 verließ er Karat und zog sich ins Privatleben zurück. 2007 fing er an, wieder mit der Band zusammenzuarbeiten. Am 12. Juli verstarb Heide Simonis im Alter von 80 Jahren. Die SPD-Politikerin Heide Simonis schrieb bundesdeutsche Geschichte, als sie zur ersten Ministerpräsidentin eines deutschen Bundeslandes gewählt wurde. Nach der Landtagswahl 2005 wollte sie mit einer rot-grünen Minderheitsregierung und mit Unterstützung des Südschleswigschen Wählerverbandes erneut regieren. Bei der Ministerpräsidentenwahl fehlte ihr in vier Wahlgängen jeweils eine Stimme.
obwohl SPD, Grüne und SSW eine knappe Mehrheit hatten. Wer der sogenannte Heidemörder war, wurde nie bekannt. Am 15. Juli verstarb Michael Hansen im Alter von 82 Jahren. Der Schlagersänger war vor allem in der DDR bekannt, aber auch auf Tourneen im Ausland erfolgreich. Seine Lieder sang er dann häufig in der jeweiligen Landessprache. Seine großen Hits waren »Solange die Liebe lebt«, »Regen in der Nacht« und »Wer hat sie gesehen?« Am 16. Juli verstarb Christian Quadflieg im Alter von 78 Jahren. Er ist vor allem durch Serie »Der Landarzt« bekannt. In der ZDF-Serie spielte er den Titelhelden Dr. Carsten Mathiesen. Fernsehgeschichte schrieb Quadflieg vor 46 Jahren im Tatort »Reifezeugnis«. Darin verkörperte er einen Lehrer, der eine Schülerin verführt. Er spielte außerdem an renommierten Theatern, aber auch in zahlreichen Fernsehfilmen und Serien, darunter »Der Alte«, »Derek« und »Das Traumschiff«. Am 15. August verstarb die Schauspielerin Ursula Cantieni im Alter von 75 Jahren. Bekannt wurde Cantieni durch ihre Rolle in der Schwarzwald-Serie »Die Fallers«. Sie verkörperte fast 30 Jahre lang die großherzige Landwirtin. Eine wichtige Rolle spielte Cantieni auch in der SWR-Quiz-Show »Sag die Wahrheit«. Fast 20 Jahre lang gehörte sie zum Rateteam. Am 22. August verstarb René Weller im Alter von 69 Jahren. Der Boxer war 9-mal deutscher Meister und Vize-Europameister der Amateure sowie deutscher Meister und EBU-Europameister der Profis. Sein playboyhaftes Auftreten brachte ihm einst den Beinamen »Der schöne René« ein. Zuletzt litt er jedoch an Demenz. Am 23. Oktober verstarb Lutz Riemann im Alter von 82 Jahren. Er wurde einem großen Publikum als Oberleutnant Lutz Zimmermann in der Fernsehserie »Polizeiruf 110« bekannt. Später war er als Journalist und Reporter für den NDR tätig. Am 30. Oktober verstarb Hans Meiser im Alter von 77 Jahren. Hans Meiser gilt als deutscher Erfinder der täglichen Nachmittagstalkshow. Seine nach ihm benannte Sendung erreichte bei RTL bis zu 40%. Es wurden 1700 Folgen der Talkshow ausgestrahlt. Bekannt wurde Meiser außerdem als Moderator der RTL-Reality-Show »Notruf«. Am 31. Oktober verstarb Elmar Wepper im Alter von 79 Jahren. Zu seinen größten Erfolgen zählt die Serie »Zwei Münchner in Hamburg«, für die er an der Seite von Uschi Glas vor der Kamera stand. 2008 engagierte ihn Regisseurin Doris Dörri für ihren hochgelobten Kinofilm »Kirschblüten Hanami«. Über seinen 3 Jahre älteren Bruder Fritz war Elmar Wepper zum Fernsehen gekommen, und zwar zur Krimireihe »Der Kommissar«. Am 2. November verstarb Jutta Müller im Alter von 94 Jahren. Sie wurde DDR-Meisterin im Paarlauf und wurde später Eiskunstlauftrainerin. Müller war eine der erfolgreichsten Trainerinnen der Welt. Unter ihre Fittiche nahm sie nicht nur ihre Tochter Gabriele Seifert, die 2-mal Weltmeisterin wurde. Sie trainierte auch Jan Hoffmann, Annette Pötzsch, Katharina Witt oder Ronny Winkler, mit denen sie 3 olympische Goldmedaillen, 10 WM, 18 EM-Titel holte. Am 8. November verstarb Hannelore Kramm im Alter von 82 Jahren. Leider muss die Welt Abschied von einer bemerkenswerten Persönlichkeit nehmen. Hannelore, die Frau, die Heinos Leben mit Liebe erfüllte, hat uns verlassen. Sie starb im gemeinsamen Haus des Paares im österreichischen Kitzbühel. Am 14. November verstarb Christiane Peers-Blumhoff, eine deutsche Volksschauspielerin, im Alter von 81 Jahren in München. Sie spielte in zahlreichen Fernseh- und Theaterproduktionen, darunter der ZDF-Reihe »Liebe, Babys« und dem bayerischen Rundfunksklassiker »Komödienstadel« und dem Theaterstadel von Peter Steiner. Am 19. Dezember verstarb Gunther Emmerlich im Alter von 79 Jahren. Der bärtige 1,93 Meter Mann wurde als singender Talkmaster DDR Fernsehliebling. Er bekam den Bambi-Fernsehpreis und das Bundesverdienstkreuz. Er starb recht überraschend. Noch am Sonntag zuvor sang er bei einem Weihnachtskonzert in Lößnitz. Am 22. Dezember verstarb Ingrid Steger im Alter von 76 Jahren. Ingrid Steger hatte als die freche Blonde aus der ARD-Comedy »Klimbim« das Publikum für sich gewonnen.
Die Serie machte die Ulknudel zu einem der bekanntesten TV-Gesichter Deutschlands. Für diese Rolle wurde sie mit dem Adolf-Grimme-Preis ausgezeichnet. Stegers Karriere begann nach Jobs als Fotomodell mit dem legendären Schulmädchen-Report im Kino. Später bekam sie Rollen in Krimireihen wie Der Kommissar und Derrick. Am 26. Dezember verstarb Wolfgang Schäuble im Alter von 81 Jahren. Er war in seiner langen politischen Laufbahn Minister, CDU-Chef, Fraktionsvorsitzender und Präsident des Deutschen Bundestages. Mit dem Namen Schäuble sind Jahrzehnte deutscher Politik verbunden. 1990, nur 9 Tage nach dem historischen 3. Oktober, war Schäuble von einem psychisch kranken Mann niedergeschossen worden. Seit diesem Tag war Schäuble vom 3. Brustwirbel an abwärts gelähmt. Das waren die Promis, die uns in 2023 verlassen haben. Ich möchte mich an dieser Stelle für Ihr Schaffen bedanken. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.